Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie man von der Bremstrommel auf die Bremsscheibe umbaut, das Ganze. Ich zeige euch, was man dafür braucht und wie man das umbaut. Jetzt bauen wir die Trommel ab. Ich meine, wenn man Trommel abbaut, sollte man wissen. Die Handbremse an. So. Trommel ab, die Schraube für den Radlager ab. So, ganz schnell die Schrauben machen wir ab. So, ihr müsst den komplett abbauen. Komplett mit allen. Mit den Narbe, hier ist die Narbe, ja, die brauchen wir ja nicht mehr. Bremsleitung kommen auch neue rein. Alles was hier ist neu. Ne? Erstmal die Trommel komplett abbauen. Komplett abbauen das Ganze. Ich mache es jetzt erstmal provisorisch drauf, gleich wird es nochmal richtig schön sauber gemacht. Das ist die alte Narbe, wo der Radlager halt drauf kommt. Das bauen wir ganz ab. Das baut ihr jetzt komplett ab. Alles Mögliche. Und jetzt machen wir diese Narbe drauf. Weil da seht ihr schon den Unterschied zwischen der anderen Narbe. Das ist die Originalnarbe. Und das ist die neue Narbe. Ist eine Radnarbe. Die Narbe ist von VR6, von I35 oder G60. GT auch. Das kommt jetzt, das Ganze kommt jetzt einmal hier drauf. Dann zeige ich auch gleich, was man dafür noch machen muss. Unbedingt. Hier muss auf jeden Fall richtig schön bearbeitet werden, das Ganze, weil hier ist, steht da richtig ab. Später müsst ihr nur ein bisschen hier bearbeiten, ganz wenig. Ist aber auch nicht so tragisch, das Ganze. So. Die Narbe ist jetzt drauf und jetzt könnt ihr sofort die Bremsscheibe drauf. Das ist die Bremsscheibe von VR6. Ihr könnt die auch ein 4-Loch haben. Ich habe, weil unser Loop hat jetzt 5-Loch, deswegen haben wir die genommen. Ihr könnt auch den von GTI nehmen oder von Golf nehmen, dann hat der 4-Loch. Wir haben aber 5-Loch. Jetzt könnt ihr den einfach so draufklatschen. Drauf das Ganze. Sehr schön drauf. Auf die Narbe drauf, das Ganze. Das Ding hier drauf. Ja. Den Bremssattelhalter, besser gesagt, oder der Halter, wie ihr es auch nennt. Dann hier seht ihr auch das Ganze, hier muss ein bisschen bearbeitet werden, hier hinten. Dieser Stück hier muss ganz leicht bearbeitet werden, so dass die Schraube reinpasst. Oben haben wir keine Probleme, ich mache das jetzt nicht, weil der muss ja sowieso nochmal bearbeitet werden, das Ganze. Das war's schon. Sieht das in eingebauten Zustand aus, die Bremsklötze fehlen noch und das Ganze nochmal festmachen, habe ich noch nicht gemacht, kommt noch. Was wir noch brauchen, ist einmal Bremsseil. Für die Handbremse, das könnt ihr auch vom, hier wir nehmen den vom Audi, das ist der vom Audi, ne? Die werden wir vom Audi nehmen, A3, 1,6, also 1,8T, aber das ist ja sowieso alle gleich, Hauptsache ihr habt noch Bremsscheiben hinten und ja, die werden wir verbauen und das war's, also so viel ist da echt nicht. Ihr braucht die Bremsscheibe, die Radlager drinnen, die kriegt ihr aber zusammen. Dann die Radnarbe, die ich euch gezeigt habe, braucht ihr einmal. Dann braucht ihr einmal den Bremssattelhalter. Dann braucht ihr die Bremssattel selber. Bremssattel ist ja einfach, da könnt ihr alle nehmen. Egal. Er muss nur hinten volle Scheiben haben. Das ist wichtig. Sonst passen eigentlich alle rein. Muss aber von VAG sein, ne? Nicht, dass ihr jetzt vom Opel oder so nehmt. So könnt ihr dann ganz simpel für wenig Geld das Ganze auf
Bremsscheibenhecken umrüsten. Ich finde es cool. Wir haben das jetzt gemacht, weil wir 4 Loch hatten und unbedingt 5 Loch fahren wollten, weil wir ja vorne schon das Ganze umgebaut haben auf 5 Loch, also sprich auf 1,8T. Das ist, haben wir ja vorne eine komplette Bremsanlage, Fahrwerk haben wir ja auf 1,8T gemacht. Deswegen bräuchten wir das Ganze auch nochmal hinten. Dann haben wir uns schlau gemacht und dann haben wir das so gefunden. Und so fahren wir das Ganze. Das ist cool. Das wollte ich euch einmal zeigen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen, der auch Bremsscheiben unbedingt fahren möchte und weiß nicht wie und keinen Bock hat, die ganze Achse zu tauschen. Ist das die perfekte Lösung. Bis dann.